Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Saarland soll eine Bildungshochburg sein. Das habe ich schon einige Male hier gesagt. Ich werde aber nicht müde, das wieder zu sagen. Das soll unser Ziel sein, weil das ist unsere Zukunft, die Köpfe unserer Kinder und die Herzen unserer Kinder. Und das ist die Erziehung, und die haben wir auch selber in der Hand und die können wir selber organisieren. Und deshalb muss das unser Ziel sein, ja sogar eine Bildungsindustrie. Und der oberste Wahlspruch ist auch, die beste Schule ist für unsere Kinder gerade gut genug. So, ich habe auch schon ein paar Mal die vorhergehenden Regierungen hier gelobt in einem Punkt, was unser Bildungssystem betrifft. Das werde ich auch heute wieder tun. Wir haben ein vorbildliches System von Förderschulen für behinderte Kinder. Und das ist in Ordnung so, das ist menschenwürdig und das ist auch sogar nützlich für die Gesellschaft. Und wir haben ein sehr gegliedertes Förderschulsystem. Wir haben also für verschiedene Behinderungen, wir haben Schulen für Blinde, wir haben Schule für Gehörlose, wir haben Schulen für Körperbehinderte, für Sprachbehinderte und so weiter. Und wir haben für jede Behinderung auch noch eine schwache Behinderung, also für Sprache und dann die ambulante Sprachbehandlung. Und wir haben für Blinde und auch Sehbehinderte und Gehörlose und auch Schwerhörige und geistig behinderte Kinder, aber auch, heute sagt man, Förderschule lernen, also lernbehindert, obwohl sie ja gar nicht behindert sind nach dem Bundessozialhilfegesetz. Wir nennen sie nur so, das haben wir alles. Und wir haben sonderpädagogische Förderzentren, wo also dann auch, früher hat man gesagt, die integrative Unterrichtung organisiert worden ist. Ich habe das alles selber gemacht. Ich kenne das alles. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und das muss gepflegt werden und das muss beibehalten werden. So, und das Ziel ist natürlich, dass diese unsere Kinder die beste Ausbildung bekommen, die möglich ist, sodass sie später ein erfülltes Leben führen können und ein selbstverantwortetes Leben. Das beginnt damit, dass sie zuerst einmal in die Lage versetzt werden, eine Arbeitsstelle anzunehmen oder einen Beruf auch zu erlernen, dass sie auch in die Lage versetzt werden, ob sie es machen oder nicht, das ist eine andere Frage, dass sie eine Familie gründen und so weiter, also volle Glieder unserer Gemeinschaft werden. Das ist die wahre Inklusion, so wie wir uns das vorstellen. Inklusion ins Leben, nicht später sortiert, weil irgendeiner abgehängt wird. Deshalb muss die Ausbildung bestmöglich sein. Und da sind wir der Ansicht, dass diese unserer Ansicht nach rücksichtslose Zusammenbeschulung aller Kinder, egal wie, durchgeführt wird im Rahmen einer ideologisch motivierten Inklusion. Das heißt, ich habe also in dieser Schule habe ich dann die Regelschüler, die keine Mängel haben, kommen überall mit und so. Dann habe ich aber auch behinderte Kinder, die dann leider irgendwo Schwierigkeiten haben. Jetzt sage ich nicht, sie sind blind oder sie sind gehörlos. Das können auch andere Schwierigkeiten sein. Die habe ich auch dabei, und wenn das dann mehrere Arten von Behinderungen sind, so, dann habe ich dazu auch noch jetzt in der augenblicklichen Situation die Ausländerkinder, und was das wirklich schwierig macht, ich habe dann auch Kinder en masse, die erziehungsschwierig sind, heute sagt man ja psychologisch, sozial, entwicklungsgestört oder wie auch immer. Die Namen ändern sich, weil man mit der Realität will man sich nicht anfreunden, sonst könnte man die Namen ja auch mal lassen. Früher hieß das erziehungsschwierige Kinder. So, das ist die Situation, und deshalb können diese Schulen niemals das den Kindern bieten, was die Förderschulen machen können. Dazu kommt natürlich noch, wenn ein Kind in einer Schule verbleibt, ich sage jetzt mal in der Regelschule, in der Klasse 4 oder auch in der Gemeinschaftsschule, wo es normalerweise nicht gut mitkommt. Das ist für dieses Kind eine Katastrophe. Und da kann der Lehrer tausendmal
feinfühlig sein und er stellt eine Frage und er fragt das Kind meldet sich und er fragt nach der Antwort und das Kind gibt eine Antwort und er sagt nicht, das ist falsch, aber er nimmt ein anderes Kind dran und das andere Kind sagt die richtige Antwort und dann sagt er, ja, das ist richtig und dann weiß dieses Kind, ich habe es schon wieder nicht gekonnt und es kann seine Hausaufgaben vielleicht nicht so machen wie die anderen und es ist nicht so schnell wie die anderen und es hat jeden Tag, häuft es nur Misserfolge auf und kann und kommt deshalb nicht weiter. Und ich habe diese Kinder Jahrzehnte vor mir gehabt, die sind in Schulen, Förderschulen gekommen und sind aufgeblüht, weil plötzlich all das, was sie vorher im Traum nicht machen durften, Filme vorführen oder die Blumen gießen oder die Mappe zum Nachbar leeren, das mussten sie jetzt in der neuen Schule machen. Das haben sie natürlich gekonnt. Das war ja das Tolle. Die haben das alles sofort auch gekonnt. Und sie haben Erfolg gehabt, weil das ist von ihnen verlangt worden, was sie konnten. Und das ist von Leuten von ihnen verlangt worden, die das studiert hatten und die genau gewusst haben, wo hängt's, wie kann ich diesem Kind helfen. Und mit dieser Aufgabenstellung ist die inklusive Schule absolut überfordert. Und das ist ein Versuch, meiner Ansicht nach, ein Versuch am lebenden Kind zum Nachteil dieser Kinder. So, wenn ein Kind aus der Regelschule in eine Förderschule kommt, wo eine Person auf es wartet, das eine Schwäche für diese Art von Arbeit hat, das gerne macht, engagiert macht, dafür ausgebildet ist, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben diesem Kind geholfen, wir haben es befreit. Wir haben aber auch die anderen Kinder befreit, die in der Klasse sitzen und die bisher Teile ihrer Zeit, die für sie da gewesen wäre, haben abgeben müssen an diese Kinder. Das heißt, eine doppelte Befreiung. Und deshalb ist es nicht nur schlecht, das ist wirklich ein Vergehen an unseren Kindern, dass wir sie, so wie es im Schulordnungsgesetz geschrieben steht, dass wir sie ihren Anlagen gemäß bestmöglich fördern. Und der irrige Grundsatz, der da dem Ganzen zugrunde liegt, das ist, alle Menschen sind gleich. Ich habe das hier schon einige Male gehört, alle Menschen sind gleich. Das ist leider in der Schule, oder Gott sei Dank, es ist nicht so. Alle Menschen sind verschieden. Und deshalb kennen wir ja auch uns gegenseitig, der eine den anderen, weil jeder Mensch eine einzigartige Persönlichkeit ist. Und unsere Schüler, unsere Kinder, die uns anvertraut sind, das sind auch einzigartige Persönlichkeiten und die haben das Recht, dass wir sie gemäß ihrer einzigartigen Persönlichkeit bestmöglich fördern. Und aus diesem Grunde sind wir dafür, dass das aus dem Gesetz gestrichen wird. Das heißt nicht, dass wenn jemand das so will und jemand sich da einsetzt für seine Kinder, für eine Schule, eine Modellschule oder wie auch immer, wenn die Eltern einverstanden sind, die Kinder sind einverstanden, dass man sowas macht. Das soll nicht verboten sein. Aber es darf nicht den Kindern aufgezwungen werden. Noch einen Satz sage ich, da kommen wir ja her von dieser Inklusion. Als Schüler habe ich das noch erlebt. Wir haben alle zusammengesetzt, alle Begabungsrichtungen, alle Neigungsrichtungen, mehrere Altersklassen. So, das war keine gute Lösung. Und aus dieser Lösung ist man durch die Schaffung von Förderschulen herausgekommen. Das ist eine teure Geschichte, aber das Geld ist gut angelegt. Deshalb, wir sind dafür, diesen Paragrafen zu streichen. Danke.